Wir haben es geschafft. Das erste Zeitalter ist vorbei. Wir haben es geschafft, die Ägypter zu erreichen. Und ich würde sagen, mehr können wir nicht wollen. Und damit herzlich willkommen zurück zu. Schwierigkeit wird jetzt sein, dass ich mich unter Kontrolle haben muss, damit wir den Einfluss nutzen, um die Pyramiden uns zu sichern. Und nicht nur die ägyptische Pyramide, sondern auch das Weltwunder. Ja, gucken wir mal. So. Tja. Ich würde sagen, das ist alles super. Hier alles nichts mehr. Ah, ein gelehrtes Vermächtnis. Hier steht ein Scheideweg. Viele Monde lang hat der Stamm sich durch die Wildnis geschleppt und die Geheimnisse der Natur ergründet. Er hat entdeckt, wie die tief vergrabenen und die offensichtlichen Materialien ihn nutzen können und wie mit Veränderungen am Himmel und wechselnden Jahreszeiten mächtige Zyklen des Wandels einhergehen. Nun müsst ihr entscheiden, auf welchem Gebiet sich euer Stamm in Zukunft wirklich hervortun wird. Werdet ihr als Macher oder als Beobachter bekannt werden? Macher. Nur die Fantasie setzt den möglichen Errungenschaften Grenzen. Fügt Lehmfachwerk Vermächtnis hinzu. Das heißt, bis ein Industrie pro Bevölkerung auf Stadt- oder Außenposten. Beobachter, wenn wir unsere Umwelt beobachten, verstehen wir sicher, wie sie funktioniert. Fügt Astronomie Vermächtnis hinzu. Plus ein Wissenschaft pro Bevölkerung auf Stadt- oder Außenposten. Ne, da ich Baumeister bin, ist Lehm ganz eindeutig das Bessere. Dann nehmen wir doch Macher. What's over there? Beides cool, aber Macher ist noch ein bisschen besser. Oh. Noch ein Ereignis. Wie cool. Das ist super. Saat einer Idee. Gestern hat der Stamm ein wildes Getreidefeld gefunden, dessen Ähren im Wind wogten wie ein goldenes Meer. Das gemahlene Getreide kann doppelt so viele Menschen versorgen, wie euer Stamm umfasst. Doch einer der Anführer hatte eine andere Idee. Anstatt alle Samen zu mahlen, schlug er vor, die Hälfte davon einzupflanzen, damit ihr nächsten Sommer wieder ernten könnt. Eine verrückte Idee, die nicht zum Nomadenleben passt. Doch vielleicht läuft die Zukunft. Vielleicht läutet sie die Zukunft ein. Was wollt ihr tun? Pflanzen oder mahlen? Pflanzen. Wir müssen uns den natürlichen Rhythmen der Natur zunutze machen, um uns ein besseres Leben zu verschaffen. Okay, Tierhaltung wird günstiger in der Forschung. Oder mal. Es ist nicht gesagt, dass die Reichtümer nächsten Sommer noch hier sind. Die Geister haben uns gesegnet und wir sollten dieses Geschenk nicht mit Verachtung strafen. Nahrung auf Stadt- oder Außenposten. Das ist besser. Ja, viel besser. So. Dann beenden wir jetzt die Runde. Wechseln. Ah, the challenges of a young survivor. It's hard keeping up with the natives. Humankind learns quickly that. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. Okay, sorry für das Ruckeln. Keine Ahnung, was mein PC gerade für ein Problem hat. So, es gibt neue Errungenschaften. Dann gucken wir nochmal, was es hier so gibt. Als erstes brauchen wir Bezirke. Das ist gut, das lohnt sich auf jeden Fall am meisten. Dann brauchen wir Gold. Ja, das wären so die Sachen, die man gut. Diese drei hier, die sind in einer Reihe, sind da vielleicht noch das Expansionistenstern. Kann vielleicht noch versuchen, ein paar zu kriegen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. So, ihr könnt eure erste Stadt gründen. Euer Volk ist nun bereit, dauerhaft ein Gebiet zu besiedeln, indem ihr einen Außenposten gebaut habt. Städte können nun gegründet werden, indem ihr einen eurer Außenposten auswählt und zu einer Stadt macht. Ja, das tun wir.
Shelter for those who need it. A place to store food. Pens for the pigs. It may not be glorious, but it beats sleeping under trees. Wir könnten das bauen. Drei Einfluss weniger, aber wir haben halt gleich die Industrie. Eins mehr drumherum bauen, damit wir auf zwei Nahrung verzichten. Ja, aber das wäre am sinnvollsten. Genau. So, danach bauen wir das. Und dann gucken wir mal bei der Forschung. Das sollten wir bauen. Wir sollten uns mal den Technologiebildschirm angucken. Also das bauen wir als erstes. Und dann sollten wir gucken, dass wir danach zum Rad kommen. Genau. Jo. Und dann. Das war super. Yes, sir. Understood. Oh, okay. The agrarian Harapans. You're as likely to meet their canals and farmers as their soldiers. Na gut. Super. Wollte ich sagen. Was ist aber noch? Die Botschaft kann gebaut werden, ja, das ist die Botschaft.
Das sind When foreign cultures get together and decide to murder each other. Die entscheiden sich genau dagegen. Yeah. Let's go. Ein von Herden und Erbstücken. Cool. Mittlerweile ist die Ära des Nomadentums nur noch eine verblasste Erinnerung für euer Volk, da mehrere Generationen von Familien über die Jahrhunderte in derselben Stadt gelebt haben und dort gestorben sind. Jeder Tod ist ein Schmerz und Trauer für den Verbliebenen verbunden. Allerdings ist es im Laufe der Zeit auch häufig zu familiären Zwisten aufgrund von Streitigkeiten über Besitztümer gekommen. Ein durch Disput über eine wertvolle Rinderherde zerrissene Familie hat euch gebeten, ein klares System für Erbschaften einzuführen, um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden. Was ordnet ihr an? Nicht beachten. Dann gehen wir in die Richtung. Dann möchte dann. Tradition anstatt Innovation. Genau, hier gehen wir dann in Kollektivismus. Parteien sagen, jedes Kind sollte einen gleichen Anteil der lebenden oder materiellen Besitztümer halten. Und hier gehen wir nämlich um Privilegien. Wir werden die Blutlinie der Familie nicht verwässern. Das erstgeborene Kind erhält alle Schwerter. Alle Sachwerte, auch so. Wenn wir verteilen, das ist. We'll wait here. Jetzt sind wir auch voll am Ende des Videos angelangt, würde ich sagen. Ach, ein bisschen überzogen, aber was soll's. Ich sag mal, danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Das taucht hier gleich auf. Wählt euch gerne in die Playlist zu Humankind ein. Ansonsten auf meinem Kanal gerne über Civilization 7 informieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim selber errichten eurer eigenen multikulturellen Zivilisation. Wünscht euch euer Aha.